Hallo und willkommen zu den ersten 30 Minuten von Dream Engines Nomad Cities. Dann wollen wir gleich mal anfangen mit einem neuen Spiel und wir können unseren Stamm wählen. Wir haben Schrottfürsten, wir haben Traumspinner, die spinnen wohl, Tesla Krate, Biber, Restesucher, Terra, Multa, Plagenjäger und die Fraktion der bald verfügbaren ist noch im Early Access, aber das nächste Update soll das 1.0 Update sein, dann wird das Spiel komplett released. Na gut, was können denn die Schrottfürsten? Die Schrottfürsten sind die Meister des Schrotts. Okay, das macht Sinn. Wo andere Stämme nur den Müll aus der alten Welt und gewöhnliche blaue Kisten sehen, sehen sie Schätze. Ihr Fachwissen beim Suchen und Verwenden aller möglichen Schrottteile erweist sich als sehr nützlich bei der Wiederherstellung und Erhaltung uralter Nomadenstädte. Stadterweiterung, Baukosten minus 25%, Schuttruin, Beutemenge plus 50%, Abrissvergütung plus 15%. Das klingt gut und das sind auch die einzigen, die man wählen kann. Voreingestellter Schwierigkeitsgrad, noch im Lernprozess, lass dir Zeit, ökonomische Herausforderung, das mache ich jeden Monat mit meinem Gehalt, herausfordern schwer. Traumplage, Benutzer definiert. Nein, wir nehmen noch im Lernprozess. Ich kenne ja nichts vom Spiel. Iron Man Modus hat das auch, okay. Ökonomie herausfordernd, Ressourcenknoten herausfordernd, okay. Rate des Bedrohungsanstiegs gnädig. Na, das finde ich gut. Größe der Landungskarte so groß wie es geht. Ich mag große Karten. Punkte Multiplikator 50, 40. Okay. Starten. Oh je, wie soll sie denn heißen? Nomadenstadt Intro City. Ja, ich bin kreativ, ich weiß. So. Nahkampfangriffe treffen mehrere Gegner gleichzeitig und verursachen höheren Schaden als Fernkampfangriffe. Ah, ich kann schon fortsetzen. Na gut. Willkommen bei Dream Engines. Diese Einleitung führt dich durch die grundlegende Steuerung des Spiels. Dies ist nur eine Einführung und wirkt sich nicht auf das Spiel aus. Du kannst nach wie vor verlieren, wenn deine Stadt während der Einleitung zerstört wird. Oh je. Folge den Anweisungen im oberen rechten Bereich des Bildschirms. Durch die Einleitung navigieren. Fahre über das Videosymbol oben. Du kannst das Spiel auch pausieren und dir Zeit nehmen, die Nachrichten zu lesen. Drücke die Leertaste, um das Spiel jederzeit zu pausieren oder fortzusetzen. Das habe ich schon gemacht und man sieht ja, dass es schön angehalten ist. Weiter. Bewegung. Als Aufseher kontrollierst du Tiny, eine uralte gepanzerte Erkundungseinheit. Bewege dich mit den WASD-Tasten. Das läuft ja richtig. Und mit Mauszeiger kann ich mich umdrehen. Zoomen kann ich auch und Kamera drehen. Hä? Mittlere Maustaste, okay. Hätte es auf Q und E auch gut gefunden, aber mittlere Maustaste ist auch Standard, das ist wunderbar. Also bis jetzt macht das einen guten Eindruck, das Spiel. Vor allem das Tutorial ist klasse. Der Style, der Artstyle wirkt super. Ich pausiere mal kurz wieder. Kampfmodus wird verwendet, wenn du die Karte erkundest oder Feinde bekämpfst. Verwaltungsmodus wird für den Bau von Gebäuden und die Verwaltung deiner Stadt verwendet. Drücke Tab, um zwischen Modi zu wechseln und den Verwaltungsmodus zu öffnen. Verwaltung, Kampf, Kampf, Verwaltung, Kampf, Verwaltung. Sehr schön. Ach, das Spiel macht einen wunderbaren Eindruck. So, um die Bevölkerung deiner Stadt zu erhöhen, baue Häuser, in denen deine Arbeiter wohnen können. Ja, das macht Sinn. Wähle die Schaltfläche Haus und klicke dann auf die Karte, um zwei dieser Gebäude zu platzieren. Und da sehen wir auch, wie das funktioniert. Das kriege ich aber irgendwie hin. Schaltfläche Haus. Nee, kriege ich nicht hin. Wo habe ich denn Haus? Achso, ich muss ja in den anderen Modus. Haus. Und das kann ich jetzt irgendwo platzieren. Na, wie viel passen hin? Drei passen hin. Wunderbar. So, Haus mal zwei. Weiter.
Häuser brauchen eine durchgehende Versorgung mit Nahrung. In Dream Engines werden Ressourcen über ein automatisiertes Schienensystem transportiert, das wie Förderbänder funktioniert. Um Schienen zu bauen, wähle sie in der Kategorie Infrastruktur aus. Okay, Gebäude senden und erhalten Ressourcen über Zugriffspunkte. Ziehe Schienen zu von einem Gebäude, um Eingaben, Ausgaben zu erschaffen. Das kriegt man hin. Schienen. Und wo müssen die Schienen hin? Erstelle eine Ausgabe, um Nahrung vom Stadtgehirn zu verschicken. Schienen, Ausgabe. Kann ich das drehen? Na, die Videos helfen vielleicht. Schienen auswählen. Und dann... Okay, das kriege ich noch hin. So. Habe ich das richtig gemacht? Nö. Glaub, wir brauchen... Oh, Forschungsfenster, da gibt's aber schon so viel im Hintergrund. Dieses Fenster erlaubt dir, deine Forschung zu planen und festzulegen. Jedes Forschungsobjekt ist mit Kosten in Form von Wissenspunkten und Elementen verbunden, die bei Abschluss der Forschung freigeschalten werden. Gehe mit der Maus über die freigeschalteten Dinge, um mehr über sie zu erfahren. Ja, das ist mal ein Forschungsbaum. Also wenig Content hat das Spiel nicht. So, Schienen. Wie mache ich Schienen? Erstelle eine Ausgabe, um Nahrung vom Stadtkern zu verschicken. Und das mache ich wie genau? Schienen. Kann ich die rotieren? Das finde ich gerade noch. Ziehe in die gewünschte Richtung, platziert Schienen. Ziehe von einem Gebäude aus, erstellt einen Ausgang. Ziehe bis zu einem Gebäude, erstellt einen Eingang. Rechtsklick, um den Baumodus zu schließen. Okay. Und ziehe Schienen über eine bestehende Schiene, um einen Übergang zu erstellen. Wie reiße ich denn Schienen ab? Bestimmt hier. Nee, das sind ein paar Farmen. Ich würde gerne abreißen. Entfernen. Weg damit. Sehr gut. Dann probieren wir uns nochmal an den Schienen. Vielleicht hier. So. Gegenstand für Ausgabe wählen. Nahrung. Was ist denn jetzt wieder Nahrung? Zerstoßener Federstein. Mensch, hat das echt viel Content. Ich sehe leider nicht das Nahrungssymbol. Ich weiß auch nicht, ob ich es richtig mache. Vielleicht hätte ich mir das Video ganz ansehen sollen. Das fleischige Frucht haben wir nicht. Alle. Ja, nö, das hat nicht gezielt. Erschaffe Eingaben für die Häuser. Eine Eingabe, zwei Eingaben. Oh! Stadtkern. Ich dachte, das ist mein Stadtkern. Hier kann ich mich gerade nicht bewegen. Komm schon, die Ausgabe passt doch. Kann ich drauf zugreifen? Nahrung. Was ist denn Nahrung? Nahrung! Ja gut, das macht Sinn, wenn es so heißt. Verbinde die Schienen und liefere Nahrung an beide Häuser. Sind doch verbunden, oder? Aha. Okay, das... Okay, das erste wird vollgesogen und jetzt das andere. Das hätte man dann vielleicht besser planen sollen. Weiter geht's. Gut gemacht, du erhältst folgende Belohnung. 20 Blutholzbretter. Wie ominös. Gut. Inventar und Ausrüstung. Bereite dich jetzt darauf vor, die Umgebung der Stadt zu erkunden. Rüste einige Reparaturkits aus für den Fall, dass Tiny Schaden nimmt. Die Reparaturkits befinden sich im Stadtkern. Öffne das Baufenster mit einem Linksklick darauf, während du dich im Verwaltungsmodus befindest. Ja. Gegenstände nehmen. Halte Umschalt gedrückt und klicke auf das Reparaturkit-Symbol. Das krieg ich hin. Oder auch nicht. Energie, Arbeiter, Flux, provisorisches Reparaturkit. Ja, habe ich alle dabei. Füge provisorisches Reparaturkit der Schnellleiste hinzu. Okay. Klicke auf einen leeren. Ich mag, dass das Spiel das alles so gut erklärt. Es gibt selten oder selten habe ich Spiele erlebt mit so einem guten Tutorial. Meistens skippe ich es auch und stürze mich direkt ins Getümmel, also vielleicht erzähle ich Mist. Auf Slot 1? 1, okay. Wunderbar. Nur, ja, ich dachte gerade in Crusader Kings
War auch ein gutes Tutorial in Crusader Kings 3? Nee, da habe ich ein Hand of Blood Video gesehen, um irgendwas zu checken. Alles klar. Beim Erkunden trifft Tiny auf die Traumplagen. Trap. Tiny ist mit austauschbaren Waffen ausgerüstet, einer Fernkampf- und einer Nahkampfwaffe, mit denen er sich gegen diese feindlichen Kreaturen verteidigen kann. Drücke die linke Maustaste, um Tinys Nahkampfangriff auszuführen. Drücke die rechte Maustaste, um mit Tinys Armbrust anzugreifen. Das kriegt man hin. So, wechseln in den anderen Modus. Nahkampfwaffe. Und Fernkampfwaffe. Na, mache ich sehr gut. Weiter. Erntemaschinen. Es wird Zeit, Ressourcen zu sammeln. Erkunde das auf der Minikarte markierte Gebiet um deine Stadt und suche nach einem Blutholz-Ressourcenknoten. Baue eine Erntemaschine. Wechsel zum Verwaltungsmodus. Klicke auf die Ressource, um deren Fenster zu öffnen und klicke dann auf die Schaltfläche Blutholzfäller. Okay, dann müssen wir erstmal ein Ressourcenfeld finden. Mit schönem Blutholz. Okay, hier kommen wir nicht durch. Das ist schon mal interessant. Steuerung noch etwas gewöhnungsbedürftig. Was seid ihr? Nein, das sind Traumplagen. Die sehen aber cool aus. Und das sind Mini-Traumplagen. Die sehen süß aus. Oh, das Schießen macht aber auch Spaß. Das ist ja ein cooles Spiel. So, das sind doch Ressourcen hier, oder? Sind das Ressourcen oder nur Sachen zum Einsammeln? Ich würde sagen, das ist ein Ressourcenfeld. Das sieht doch aus wie Blutholz. Oder? Ja, ich weiß es nicht. Wir schauen noch mal ein bisschen rum. Vielleicht wird es ja deutlicher. Vielleicht wird es ja deutlicher. Oh je, nicht so weit ins feindliche Gebiet wagen am besten. So. Nee, ich wette, das müssen die eigentlich sein. Na gut, dann gehen wir kurz in den Baumodus. Hier. Und dann müssen wir Produktion, Holzkrümmer, Steinschleifer, Nahrung. Nee, dann hier die Mine. Papptoffel, Blutholzfäller. G-rotiert Gebäude, sehr schön. Das habe ich vorhin auch schon gesucht. Ich glaube, das ist hier alles falsch. Finde ein Ressourcenfeld mit... Okay, das hat noch nicht gezählt als Ressourcenfeld. Da müssen wir mal schauen, wo das ist. Okay. Ja, anhalten kann man auch hier. Das ist schön. Achso, ich habe den Modus nicht gewechselt. Oh, ich dachte, das ist vielleicht unpraktisch, dass es nicht automatisch geht. Ich meine, ist meine eigene Schuld, wenn ich dann dadurch irgendwie draufgehe, aber... Ah, ich glaube, da kommt mal rein. Ich bin nur unfähig, wie immer. So, ich krieg aber schöne Ressourcen. Wo ist denn dieses Blutholz, von dem alle reden? Auf der Minimap wird's markiert. Wer hätte das gedacht? Ich auf jeden Fall nicht. Ich sehe es jetzt erst. Na gut, wir haben einen Wegpunkt. Dann wollen wir uns mal dahin begeben. Können wir sprinten? Nö. Anhalten. Zumindest aktuell haben wir keinen Boost oder sowas. So. Das sieht hier doch schon richtiger aus. Die Feinde mach mal kurzerhand platt. So, alle tot? Wunderbar. Ja, ich würde sagen, Baumodus. Jetzt haben Kann hier nicht gebaut werden. Baue ein Blutholzfäller. Ach, das war die Poptoffelfarm. Ich entschuldige mich. Gibt's da... Eine Richtung. Gut, weiter. Produktion. Du sammelst jetzt Stämme. Bevor du diese jedoch verwenden kannst, musst du sie in Bretter verarbeiten und in ein Lager schicken, okay? Bretter werden aus Stämmen in Holzkrümmer im Holz... In Holzkrümmer? Nee, im Holzkrümmer produziert. So heißt es richtig. Ein Holzkrümmer muss sich innerhalb deines Energiebereichs befinden. Baue also am besten in der Nähe der Stadt. Okay. Verwaltungsmodus. Holzkrümmer. Holzkrümmer. In der Stadt. Setzt mal erstmal dahin. Ist gebaut. Dreimal wollt ihr das. Mensch, dann habe ich es ja falsch platziert. Das ist ja jetzt dämlich.
So macht es gar keinen Sinn. Das sieht ja jetzt furchtbar aus, was ich hier gemacht habe. Egal, ich lerne ja noch. Stämme dorthin liefern, das kriegt man auch noch irgendwie hin. Kann ich das? Okay, das passt so. So. Irgendwie wird das schon passen. Und rein mit dir und rein mit dir und rein mit dir. So, das sieht doch schon wunderbar aus. Kann ich auch ranzoomen? Mensch, das gefällt mir. Sehr schöne Blutholzstämme. So, und hier, diese Schiene führt zu keiner Eingabe. Ich dachte, das muss nicht unbedingt sein. Können wir jetzt auch natürlich abreißen. Dann hören wir mit der Eingabe aus, dann beschwert sich das Spiel schon nicht. So, das erste hat Stämme bekommen, zweite hat bekommt jetzt Stämme. Ja, das klappt doch wunderbar. Hier haben wir auch schöne Straßenlaternen. Können wir die eigentlich auch entfernen oder setzen? Ich denke mal. Ach, da ist dasselbe Problem in grün. Da führt die Schiene auch einfach in nix, ins Nichts. Okay, weiter. Beschleunigung. Baue nun weitere Schienen, um Bretter von den Krümmern zur Lagerung in deinen Stadtkern zu schicken. Wart dann, bis einige Bretter produziert wurden. Du kannst das Spiel beschleunigen, wenn du auf die Lieferung der Bretter wartest. Halte die Beschleunigungstaste plus gedrückt, nachdem du die Schienen gebaut hast. Ja, das kriegt man auch noch hin, so. Also ich habe es angehalten, das ist richtig. Dann hier einmal raus und hier einmal rein. Ausgabe. Wunderbar, Beschleunigung auf plus. Ist er jetzt schneller? Ich drück plus. Okay, scheint gepasst zu haben. Ich glaube noch nicht, dass ich es beschleunigt habe. Da wären UI-Elemente auch ganz hilfreich. Weiter. Gut gemacht. Ich habe wieder Bretter erhalten. Wunderschön. Stadtstufe. Halte während der Erkundung Ausschau nach weiteren Ressourcenknoten. Ist ein Ressourcenknoten aufgebraucht? Es produziert mit verringerter Geschwindigkeit, so könnte es angebracht sein, weitere Knoten zu verbinden. Vergrößere jetzt deine Stadtbevölkerung, um weitere Gebäude freizuschalten. So, drei Häuser müssen mit Nahrung beliefert werden. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall erstmal das dritte Haus. Können wir gleich hier platzieren. Und du bekommst auch Nahrung. Wunderbar. Ja gut, das wird schon reichen. Yay, neue Stadtstufe. Weiter. Herstellung. Du wirst bessere Ausrüstung brauchen, um das Erkunden, das Sammeln und die Verteidigung der Stadt effizienter zu machen. Bevor du neue Waffen und Rüstung herstellen kannst, musst du etwas Forschung tätigen. Dazu später mehr. Du kannst jedoch bereits einige Reparaturkits herstellen. Öffne mit C das Herstellungsfenster, wähle dann ein provisorisches Reparaturkit und klicke auf die Schaltfläche Herstellen. So. Herstellen. Was braucht es? Holz und Flux. Was ist eigentlich Flux? Diese Substanz, die Grundlage aller Traumtech, wird aus dem Traumreich gewonnen und kann die Realität verzehren, um außerphysische Dinge geschehen zu lassen. Dies ist eine globale Ressource, die nicht transportiert werden muss. Oh, das ist gut. Präparaturkit hergestellt. Wunderbar. Nahrungsproduktion, Landwirtschaft. Als nächstes solltest du dir deine Nahrungsvorräte anschauen. Sie halten nicht ewig. Ja. Einige Kartoffelfarmen sollten ausreichen. Du findest sie in der Kategorie Sammeln. Du kannst deinen Energiebereich erweitern, indem du Tesla-Türme aus der Kategorie Energie baust. Okay, wir brauchen einen Tesla-Turm. Okay. Und wo müssen dann die Kartoffelfarm hin? Ist egal, ich stelle den mal hier links hin. Wunderbar. Und baue Kartoffelfarm in der Nähe der Stadt. Das kriege ich auch noch hin. Da. So. Ja, sieht gerade nicht gut aus. Es ist, was es ist. Das geht bestimmt besser. So, weiter geht's. Wir müssen ein Nahrungswerk bauen.
Aha. So weit, so gut. Das machen wir dann doch gleich hier hin. Dann müssen wir es bestimmt verbinden. Ausgang, 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 Eingang, Ausgang, Ausgang. So. Schicke Nahrung zum Lager. Das kriege ich auch hin. Hui. Ja. So weit, so gut. Dann müssen wir... Ah, hier kann man beschleunigen. Ah, das muss man wirklich gedrückt halten. Okay, interessant. Naja. Kann man so machen. Hey, ich dachte... Okay, jetzt ist genügend da und das produziert jetzt Nahrung. Dann wollen wir das mal halten. Halten, halten, halten. Habe ich überhaupt einen Ausgang hingemacht? Ne, den habe ich natürlich vergessen. Das war ja dämlich. So, da kommt schon die Nahrung. Finde, das machen wir bis jetzt ganz gut. So, 5 Nahrung angekommen. Weiter. Gut gemacht, du erhältst folgende Belohnung. Nahrung. Dankeschön. Energie und Flux. Willst du die Stadt am Laufen halten, benötigst du mehr als Nahrung und Holz. Du musst zudem ausreichend Energie und Flux produzieren. Häuser produzieren etwas Flux, du brauchst aber mehr davon. Fluxgeneratoren können Flux produzieren und benötigen keine Nahrung. Aha. Baue einige davon außerhalb deiner Stadt. Okay. Energie wird nicht für den Bau neuer Gebäude verwendet, ist für den Betrieb bestehender Gebäude aber unerlässlich. Sorge immer für eine positive Energieproduktion. Du kannst mit Stromgenerator... Okay. Wir brauchen in der Nähe der Stadt einen Fluxgenerator. Da ist er ja. So, dann nicht pausieren, sonst können wir uns nicht bewegen. Vielleicht bauen wir davor noch so ein Tesla-Teil. Vielleicht einfach mal hier hin. Wunderbar. Fluxgeneratoren würde ich der Einfachheit halber mal hier hinsetzen. Wunderbar. Dann schätze ich mal wieder, das funktioniert mit Schienen. Nein, mein Ausgang. Ne? Also das ist ja eine globale Ressource. Das muss nicht transportiert werden. Irgendwie sowas wurde gesagt. So, baue Stromgeneratoren in der Nähe der Stadt. Das kriege ich mal auch noch hin. Stromgenerator. Ja, würde ich sagen, platziere mal erstmal hier. Okay, das geht nur im gewissen Bereich mit 2 Abstand. Wunderbar. Und die sind jetzt verbunden, hoffe ich. Verwaltung des Stadtgebiets. Du bist fast bereit, im Alleingang auf Erkundung zu gehen. Oh, ich freue mich so. Vorher solltest du aber die Kernkonzepte des Bauens innerhalb oder außerhalb deiner Stadt verstehen. Da deine Stadt fliegen kann, ist es von Vorteil, Gebäude in ihr zu bauen. Du kannst diese Gebäude mitnehmen. Der Platz ist jedoch begrenzt. Du kannst zwar dein Stadtgebiet und das maximale Gewicht später erweitern, musst aber überlegen, was du in der Stadt baust. Die meisten einfachen Gebäude sind günstig und nehmen viel Platz weg. Sie werden also am besten außerhalb gebaut und vor deinem Abflug abgerissen. Auf lange Sicht ist das Ziel jedoch, deine Industrie beim Abflug in immer größerem Maße mitzunehmen. Deshalb sollten einige der teureren Gebäude oder verbesserte Versionen der einfachen Gebäude innerhalb der Stadt gebaut werden. Das macht soweit Sinn. Glücklicherweise werden die meisten dieser Gebäude auf eine Art und Weise gebaut, die es erlaubt, sie einfach von einem Ort an den anderen zu bewegen. Drücke M im Verwaltungsmodus und bewege ein beliebiges Gebäude. Das ist doch schön. Stromgeneratoren. Kommt rein. Supi. Gute Arbeit. Ende der Einleitung. Das ist das Ende der Einleitung. Das war nur die grundlegende Steuerung. Jetzt ist es aber Zeit, dass du dich selbst auf den Weg machst. Weitere Spielsysteme und Mechaniken wie die Forschung, Verbesserung der Infrastruktur und automatisierte Erntemaschinen werden erklärt, sobald du ihnen begegnest. Deine erste Aufgabe ist es, deine Bevölkerung zu vergrößern, um das Forschungslabor freizuschalten. Im Spiel solltest du einen Weg finden, eine dauerhafte Siedlung zu etablieren. Sammle so viele Ressourcen, wie du verarbeiten kannst und sei bereit abzuheben, bevor die Traumplagen deine Verteidigungsstellung überwältigen. Ich habe doch noch gar keine Verteidigungsstellung. Okay, solltest du Feedback haben, verwende bitte den Feedback-Senden. Okay, das brauchen wir erstmal nicht.
Ja, es gibt zwar ein paar Fehler in der deutschen Übersetzung, aber insgesamt ist es doch relativ solide, vor allem weil das ja ein kleines Indie-Spiel ist und klein glaube ich gar nicht mehr, da steckt ja so viel drin. Schaltest du neue Optionen frei, kannst du Informationen über sie im Traumarchiv finden. Drücke H, um das Archiv zu öffnen. Okay, das ist also klasse. Mir gefällt das Spiel bis jetzt sehr gut. Weiß, ich wiederhole mich, aber das muss man sagen. Ich habe es mir ja nicht ohne Grund gekauft. Und finde, hier steckt sehr viel Liebe drin. Zumindest fühlt sich das so an. So, jetzt können wir wahrscheinlich ein bisschen auf Erkundung noch gehen. Ressourcen bauen sich nämlich nicht von selbst ab. Und Traumplagen erschießen sich auch nicht von selbst. Wäre die Frage, ob ich die hier abbauen kann? Ja, mit dem Nahkampf hätte ich das doch gleich gewusst. Was ist das überhaupt? Sind das Bretter? Nee, das sind keine Bretter. Wäre hier noch schön zu erfahren, was das ist, aber wir können ja hier drauf drücken. Alte Weltschrott. Okay. Dachte eher, das wäre sowas wie Bambus, aber das geht natürlich auch. Rauszoom, ich muss alle Gegner sehen können. Weg mit euch Plagen von meinen Träumen. So. Kann man die auch zerstören? Nee, das Buschwerk ist relativ fix. Ich schätze nur, was leuchtet. So, ja. Ganz schöne Plagen seid ihr. Da hat das Spiel natürlich recht. So, hier gibt es weitere Ressourcen und weitere Gegner. Und die können wir so abbauen. Das ist doch schon mal gut. Dass ich da nicht vorher drauf gekommen bin, dass man mit Linksklick die einfach aufsammeln kann. Ich habe versucht mit E und dann hat es nicht geklappt. Naja, irgendwann finde ich alles raus. Blutholzfäller, ja damit. So, und die müssen wir wahrscheinlich gleich mal zurückleiten. Wie viel können wir eigentlich von den Schienen bauen? Ich hoffe einiges. So, erstmal hier runter würde ich sagen, müssen ja keinen Platz verschwenden. Ja, sieht jetzt nicht ideal aus, wird aber schon passen. Siedlung wird hier demnächst erreicht. So, hier nach oben. Hätten wahrscheinlich auch die Bretter davor schon produzieren können. Ist egal, wir machen das bisschen so rum. Na, das gefällt mir nicht. Hier schon wieder eine Ecke. Das hätte ich besser machen können und ich kann das auch besser machen. Ich bin da etwas bescheuert, aber irgendwas muss man ja haben. So. Jetzt sieht das hier besser aus. Okay, die Gebäude sind da drin. Dann würde ich sagen, braucht man nochmal Holzkrümmer. Die krümmen das Holz. Achso, das kann ich hier nicht komplett drauf machen. Das ist natürlich verständlich. Und hier brauche ich Strom. Ja, hat mir das Spiel doch einiges erklärt. Oh nee, da will ich ja eigentlich ein Schienennetz machen. Abreißen. Und neu bauen. Am besten. Ja, was soll's. Ja. Na gut. Also man kann das deutlich schöner bauen. Ich halt nicht. Ja, die Stadt muss erweitert werden. Arbeiter, du hast nicht genügend Arbeiter. Oh. Ich wollte doch das gleiche bauen. Was habe ich denn da gebaut? Stromgenerator. Wollte ich nicht. Entschuldigung. Nicht genügend Arbeiter. Das haben wir gleich. So, ich kann ja hier im Baumodus das einfach verschieben. Da, wo er hingehört. Ja, das passt erstmal. So, dann bauen wir doch erstmal mehr Häuser. Personen. Können wir das auch so schön eigentlich im Eck? Gut, ich hätte natürlich auch gern Straßen. Machen wir es erstmal so. Oh, das gefällt mir, dass da drei und da drei hinkommen. So, dann können wir die Schienen natürlich noch verbinden. Ja, das sieht gut aus. Und rein mit dir und rein mit dir. Ja, ich weiß, Schiene führt ins Nichts. Nahrung produzieren wir ja zumindest ein bisschen. Ja, müssen wir mal schauen, wie viel wir haben. Eine Nahrung im Lager. So, die 30-Minuten-Marke ist beinahe erreicht. Dann wird es wohl wieder Zeit für ein kleines Fazit.
Also bis jetzt finde ich das Spiel einfach genial. Mir gefällt der Artstyle, mir gefällt das Spielprinzip und die gefühlte Masse an Content. Ich hoffe, dass es genauso gut weitergeht und freue mich echt schon drauf, weiterzuspielen. Was haltet ihr denn vom Spiel? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und schreibt natürlich auch gerne, welche Spiele ich als nächstes vorstellen soll. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.